Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, guten Tag. So, Marc. Minecraft, Marc. Willkommen, willkommen, willkommen. Wir spielen vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich wollte gerade so Milchjumbo und die sind so geil. Es tut mir leid, dass ich etwas geschlagen habe. Ich wollte ursprünglich nur um 15 Uhr streamen. Hab dann seid ihr aber nicht geschafft. Und jetzt sind wir hier. Wann geht es los? Bobo Minecraft, es geht jetzt los. Schreibt dem Bobo Minecraft mal, dass er seinen Stream aktualisieren soll, wenn der Stream noch nicht wieder losgeht. Ja, Delfringer, was heißt hier immer? Ich habe heute noch nichts gegessen. Bin seit 11 Uhr wach und habe noch nichts gegessen heute. Oh, ich habe heute eine Marie ausgepennt. Ich hätte noch lange weiter pennen können, aber ich dachte mir, komm, jetzt schießt mal auf, du musst noch was tun heute. Das geht so nicht. So, der kommt in den Mülleimer. Oh, ich mach mal hier das Licht an. Hier, das ist mir hier zu dunkel. Ne, Josie? Bist du gut da hinten? Trocknen. Nicht vergessen. Oh, der Hund ist nass wie sonst was. Schmeckt. Ja, danke. So, und Lady Killer, oder wie das war, hat sich nicht gewünscht. Machen wir. So. Magst du Bäume? Ja, natürlich mag ich Bäume. Gelinde der Baum. Natürlich. Natürlich. Ach, ich mach den Bäume. Was heißt, was für ein Leben? Dafür war ich auch bis 4 Uhr wach. Hm. Was gibt's zu essen? Ja, ungesundes. Süßes. So. Ein Rippchen. Ich mag Rippchen. Ich mag dich. Also jetzt kommen, gehen wir Rippchen essen. Ich suche noch ein Rippchen Restaurant raus. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Sonst hat sie wieder ein bisschen getan. Erstens, die Festplatten waren alle voll. Wie sonst was. Und dann bin ich hingegangen und habe mir diese Deep Storage Units gemacht. Wo wir jetzt ein bisschen viel Eisen, ein bisschen viel Kohle, ein bisschen viel Cobblestone. Ist die Musik eigentlich laut oder zu leise? Das Lied ist Throwdown von Fox Stevenson. Wie lange darfst du streamen? 1,5 Stunden. Ich werde aber nur 1 Stunde streamen wahrscheinlich. Also Marc. Danach werden wir vielleicht CSGO oder Ark zocken. Auf jeden Fall zocken wir wahrscheinlich Ark. Hey, dein großes. Das ist der Beste, danke fürs Subscriben, mein Trippchen. Danke, 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 danke. Ja, wir zocken wahrscheinlich gleich ein wenig Ark. Wenn ihr Ark nicht mögt, bleibt trotzdem dran, denn das zocken wir wahrscheinlich nur 1 Stunde und danach zocken wir eine Runde CSGO. Da werde ich ein paar Case-Openings machen. Und ja, die Musik ist zu laut, machen wir leiser. Machen es leiser. So gut, perfekt. Hört ihr noch was? Nein? Gut. Warte, ich stelle es auf 2. So. Oh. So, was haben wir denn hier? Wir gucken einmal kurz. Ich habe hier noch ein paar Ores, die wir wieder verarbeiten können. Zip, zip, zip. Die gehen in den Auto-Momos-Aktivator. Was mache ich hier für Scheiße? Erklärt mir das einer? Weiß einer, was ich hier gemacht habe gerade? Ich bin dumm. Ich wollte den nämlich gar nicht machen. Das Division Siegel wollte ich ja nicht haben. Das sollte nämlich hier in den Autonomous Aktivator. Damit das Ding auch zu tun hat. So, dann packen wir noch Essenz, denn ich habe auch noch ein bisschen die XP-Bank ausgebaut. Das Ding sieht nämlich jetzt richtig geschmeidig aus. Ja, yeah, schaut euch dann mal an, wie das hier aussieht. Das ist richtig geil geworden. Ich habe so ein bisschen designtechnisch hier was gemacht. Damit das auch alles schnicker aussieht. Die laden wir ganz kurz auf und rennen damit. So. Frau Bach! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hab ich mir erschrocken. Leck mich am Arsch. Alter, ja, los, du. Danke für deine Spende. Er schreibt, könntest du vielleicht die Sounds von WhatsApp ausmachen? Ich muss ständig dann wieder aus dem Vollbild raus und nachgucken, ob das ich nicht bin. Wärst du zufrieden, wenn ich sage, dass es mein WhatsApp ist, wenn es gerade dedingt? Weil das Problem ist, ich kriege es nicht mit, mein Handy, wenn mein Handy dedingt, weil ich Kopfhörer auf habe. Und ich muss aber WhatsApp gucken, weil ich jetzt wissen muss, ob ich Madame vom Bahnhof abholen muss oder nicht.
Weil das wäre nämlich mitten im Stream, wo das passieren müsste. Das heißt, ich müsste dann kurz für 5 Minuten weg. Was ja aber nicht so tragisch sein sollte, finde ich. Denke ich, hoffe ich. So, da lädt auch wunderschön. Das heißt, die Dinger sind jetzt so gut wie voll, ne? Ja, wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja. So, ich würde nämlich gerne auch noch in diesem Stream diesen Raum hier ausbauen. Damit ich Mistcraft endlich mal anfangen soll. Das soll nämlich der Mistcraft-Raum werden. Hat ja sowas wie ein Haus, habe ich, schreibt der Fringer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hier ein wenig Spaß. Und ich finde, das hier sieht nicht schlecht aus. Da muss ich noch was ändern. Aber ansonsten finde ich, sieht das nicht schlecht aus. Das hier konnte ich jetzt nicht verkleiden, grob. Weil das könnte ich verkleiden. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Passo. Zip. Zip. Aktiv. Aktiv. Wir ziehen einfach hier auch noch eine Wand rein. Machen da dann eine Tür rein. Ha! So machen wir das. Haben wir eine Door? Natürlich haben wir Doors. Ja, na klar haben wir Doors. Wenn wir hier den Nether, nicht den Nether, den Deep Dark abgebastelt. Das wird zum Problem. Wo kommt der Schalter stattdessen hin? Muss dieser Block gebaut werden? No. Hä? Wo ist ein anderer blauer Block hin? Ah, hier. Was wäre, wenn ich das Ding einfach weiter nach unten verschiebe, wenn ich das... Nach links kann ich es nicht verschieben. Ich könnte es nach rechts verschieben. Nein, in die Höhe. Finde ich nicht. Es geht nicht. Doch, ich könnte es hier hin verschieben. Ich könnte es hier hin mal. Und das Ding dann höher machen. Du musst dich nur nach diesem Block bauen. Richtig? Richtig. Machen wir. Dass die Dinger direkt eingesaugt werden müssen. So. Der hier ist dann disabled. Weißt du noch, was ich überhaupt mache? Ich nehme mich nicht. Das ist Bullshit. Wie machen wir das? Welches Texture Pack ist das? Das ist das Zortex Fanware. Was hast du eigentlich für Hardware? Da werde ich bald ein Video drüber machen, wenn ich neue Hardware habe. Denn ich habe ein, zwei Sachen, die möchte ich verbessern, ausbessern, verändern. Und dann wird es dann nochmal ein Video zu geben. Wenn das denn auch soweit ist. Es geht nicht anders. Wir können sich besser verkleiden. Insert mit Redstone und Extract mit Redstone. Es geht leider nicht anders. Es geht leider nicht anders. Es geht nicht anders. Dieser Block muss auf jeden Fall gepowert werden. Ich kriege wieder Energie. Ja, das ist wunderschön, das funktioniert. Hätte das Items. Nein, das geht auch nicht. Das geht alles nicht. Das geht alles leider nicht anders. Schade. Ist halt so. Aber ich habe eine andere Idee. Wie ich das hier besser verkleiden kann. Pass mal ob. Ich zeig euch das. Ich zeig euch meine Idee. Was denn? Hm? Fock. Nein. Die schummelt immer. Die, weißt du, die soll trocknen. Die ist nass. Wie sonst was. Und. Die schummelt sich dann immer aus ihrem Körbchen raus. Und das soll sie nicht. So, was wollt ihr jetzt machen? Ich brauche nämlich Tanks. Ich finde diese Tanks, die sehen nicht schlecht aus. Deswegen nutzen wir die designtechnisch einfach mal. Dafür benutzen wir diese Glaspane. Machen wir ein paar Stacks von, wir haben mehr als genug Glas.
So, soll hoffentlich reichen und ich beeile mich. Ich will auf jeden Fall in Steep Dark nochmal die Queries neu aufstellen. Early, du kannst das alles verstecken. Es gibt sogenannte Conduit-Fassaden, die du einfärben kannst. Die Maschine dazu heißt Painting-Maschine und dann sieht alles ganz toll aus. Könnte ich auch machen. Ich will auf jeden Fall hier diese Tanks machen, weil ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Oder so drüber, ne? So schlecht sieht das ja eigentlich gar nicht aus. Ich würde den auch gerne hier vorpacken, aber das wäre blöd. Was wäre, wenn wir das hier als Säule machen, den Tank? Hier so im Zug. Die Idee fände ich nicht schlecht. Oder was meint er? Die Idee finde ich nämlich nicht schlecht. Fällt mir gerade so ein. Dazu müsste ich den hier oben drüber verbinden. Geht das? Ne, so geht das nicht. Aber ich mache das ist immer so. Wir machen jetzt einmal temporär einmal das Ding hier rein. Und dann haben wir jetzt Kampf. Naja. Anders geht's gerade einmal nicht. Haben wir das Ding hier oben ein höher? Kommt hier rein auf dieser Höhe? Nein, haben wir nicht. Ich könnte das Ganze aber ein höher setzen, theoretisch. Damit wäre das Ganze nämlich ein höher. So, dann müsste ich das Ganze nur noch ein höher setzen. Dann mache ich noch, mach ein paar Tank. Also auf jeden Fall. Nein! 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 Fuck. Fuck. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Verfickte Scheiße. Frommarsch! Das ist Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Ah! Der Vakuumhopper hat es auch zerschossen. Scheiße. Da ist die Drive. Ach, hier unten hat es noch eine Drive zerschossen. Stimmt, hier waren zwei. Ich muss noch eine Drive. ME-Drive brauchen wir. So eine Scheiße, das passiert mir jedes Mal. Frommarsch! Das ist Frommarsch! Frommarsch! So, Moment. Noch kurz lesen. Dematos MC. Kannst du mal denen sagen, er soll mich beim Video grüßen? Ich heiße Luis. Nein, das kann ich nicht machen. Da habe ich nichts mit zu tun. Moin, Ernie. Meine letzte Spende ist lang her, aber das wird sich ändern. Freue mich schon auf die Gamescom. Meinst du, die werfen einen raus, wenn man auf der GC Gamescom ein Käsefondue macht? Doras, ich weiß es nicht. Doras, ich weiß es nicht. Testen wir es so einfach. Willst du mir Käsefondue machen oder was? Wäre ich dabei? So eine Scheiße, ey. So eine verdammte Scheiße.
Mit so Kotzen. Hatte ich die nicht voll? Das weiß ich gar nicht. Pff, juckt mir jetzt auch nicht mehr. Leck mich. Der hat alles Energie. Eine verdammte Scheiße! Mann! Bau dir ein Haus oder wenigstens Kuppelausschuss, was ich, ja, ich lebe einfach gefährlich. Das ist im Moment das Problem. Ich muss mal gucken, ich überlege mir da was. Aber das reicht jetzt an Energie. Laufen die alle wieder, ja. So eine Scheiße, das passiert auch immer nur mir. Oh, der Inkscriber, wo saß der? Mann, so ein Scheiße, ey. Sortieren das jetzt einmal komplett neu hier, verdammte Scheiße. Das Insert. So ein Scheiß, ey. So eine Scheiße. Jetzt war wieder halbwegs gerettet. Machen wir das alles wieder dicht hier mit Dirt. Energy Acceptor haben wir noch hier. Passiert da immer nur mir so eine Scheiße. Ich kann gerade den Chat nicht lesen. Moment, ich muss eben kurz. Das Ding dann auch hier noch durchgehen. Ja. Hier ist nichts kaputt gegangen. Wunderschön. So. Boah, leck mir am Arsch, ey. Leck mir am Arsch, oh. Irgendwas habe ich doch vergessen, oder? Craft den Dirt zusammen, warum? Du hast eine Million, warum? Dann muss ich ihn noch wieder auseinander craften, wenn ich ihn benutzen will. Ich kann doch hier in die Deep Storage Unit packen. So, 682.000, 68.000 haben wir schon mal drin. Aber der packt nicht mehr rein. Warum? Wisst ihr das? Ich weiß, weil ich kein Haus habe. Bla 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 bla. Das ändert jetzt auch nichts.
dauert noch ein wenig, bis ich ein Haus habe, weil ich will noch ein paar Sachen vorbereiten und erst noch fertig machen. Weil ich habe keinen Bock, mir ein Haus zu bauen und es dann immer wieder umbauen zu müssen, weil ich noch ein paar andere Sachen machen möchte. Das wird mich nämlich extrem nerven. Was mache ich denn hier? Kann ich die Kiste nicht mehr öffnen, ich voll Idiot. Ich muss hier vorne vorstehen. Boah, leck mir am Arsch, ey. Auch scheiße aus. Das ist einmal so fertig. Mann, so ein Scheiße! Baut ihr einfach einen Zaun um mein Grundstück? Das ändert auch nicht wirklich viel. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich will jetzt diese Printed-Dinger. Und haben wir davon haben wir. Engineering haben wir. Dann brauche ich noch die anderen. Da die Prozessor haben wir auch noch. Okay, dann passt es eigentlich. Hallo. Leckt der Server oder leck ich? Ne, der Server. Verdammte Scheiße. Doch, Scheiße sagt man heute. Heute ist es definitiv. Oh, so eine Scheiße, ey, so eine Scheiße. Also bei manchen Leuten frage ich mich, was ist mit dem falsch? Da handelt mich einer auf Steam an, will mein Messer haben, was über 100 Euro wert ist und bietet mir dafür einen Skin von einer anderen Waffe, das Ding ist 2 Euro wert. Ja klar, nehme ich den nicht an. Handel ablehnen. Boah, Leute. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, diese Printed-Dinger. Die will ich umwandeln in, ja, Prozessoren. Und das tun wir jetzt. Die Dinger müssen nämlich oben rein. Du musst da an der Seite nur noch Redstone rein. So, dann haben wir da jetzt Redstone drin, ne? Und dann tut Ding das automatisch pressen. Und dann Ding zieht das automatisch ins System rein. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Aua. Das tut weh. Danke für den kaputten Helm. Ich schmeiß meine komplette Rüstung weg. Wir bauen uns einfach nochmal eine neue Rüstung. Neue Hose. Neuen Helm. Und neue Schuhe. Zip, 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 zip. So, dann können wir mich gleichzeitig auch hingehen inzwischen, jetzt wenn ich mich nicht irre. ME Storage. Für 64K können wir. Dafür brauchen wir noch ein 16K. Für ein 16K brauchen wir noch ein 4K. Ein 4K. So. So. So, dann haben wir jetzt einen 64K. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Festplatten. Richtig? Richtig.
So. Eine. Das ist eine 64K. Zwei 64K. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, 364K. 16K, so. Dann haben wir nämlich jetzt auch unserem E-Ding voll. Und wir genug Festplatten. Das war dumm, ich muss nur eine haben, 18, 27 Stück brauchen wir davon. Und uns sind die Dinger ausgegangen. Okay, weiter im Talk-Kontext. Ich war dabei, Tanks zu machen. Da mache ich mal eben kurz. Da war ich nämlich stehen. Ich mache jetzt einmal ein Stack draus. Fertig, aus, Ende. Problem gelöst. Storage. Ist es heute kalt? Nein, bei mir ist eigentlich nicht so kalt. Ich finde nicht, dass es kalt ist. Großartig. Bei mir ist eigentlich nicht kalt. Ich bin zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. So, 1K-Dinger brauchen wir. Eins, zwei, drei. Ich will nämlich jetzt noch ein paar 4K basteln. Warum auch immer so viele gehen. Ich glaube, was fehlt uns da? Achso, da fehlt uns dieses Glas. Wieder rein, dann basteln wir noch ein paar 4K. 16K. Genau, drei Stück. Perfekt. Und noch eine 64K. Ab ins ME damit. Und dann bauen wir uns hier noch ein E-Storage Cell. Drei Stück können wir uns basteln. Wunderschön. Rein damit. Und wir haben jetzt 5 ME-Drives komplett voll mit jeweils 64K Festplatten. Perfekt. Vorne noch die Flui-Dinger. Fluid. Fluiduk. Dann können wir das jetzt wunderschön hier alles so machen, wie wir wollen. Ich muss ganz kurz den Link ändern, sehe ich gerade. und zwar den Fiesta-Link. So. Speicher. So, jetzt aber zurück in den Stream. Weiter geht's hier. Nicht zu lang trödel und die Musik macht mich kirre. So, hier haben wir drin. So, hier ist. Hey, hey! Dein Großer! Das ist Zocker! Das ist das Beste, was es gibt in der Welt! Danke fürs Subscriben, COD Zocker. Willkommen bei den Unfähigen. Bis zum Beispiel die Zocker und ja, viel Spaß mit den ganzen Twitch-Icons, die du jetzt hast, ne? Danke fürs Subscribe auf jeden Fall. Ist super geschmeidig von dir. So, wenn ich mir jetzt die irre. Sollten hier die Tanks auch volllaufen. Wunderschön, genauso soll das sein. So ist das Schnieke. Wir packen hier auch noch einen Tank zwischen. Damit das Ding auch immer vollgeladen ist hier. Ach, so gefällt mir das halbwegs. So sieht das eigentlich nicht schlecht aus, oder? Was meint ihr? Ich finde dieses XP-Gedöns, sieht richtig cool aus. Hast du weh in den Augen? Ich finde nicht. Ich finde, das hat einfach was. Ich finde, das sieht cool aus. Ich weiß nicht, was ihr da habt. So. Das ist nicht eigentlich cool, wenn ich den kompletten Raum so einfach umschieben mache. Machen das jetzt mal einfach. Ich probiere es mal aus, wie das aussehen würde.
könnte cool aussehen. Oh ja, das passt. So. Ich finde, das könnte was haben. Das sieht immer noch irgendwie blöd aus, finde ich. Ja, der muss auf jeden Fall weg. Das könnte man so eigentlich so lassen. Oder was meint ihr? Schreibt mal was in die Kommentare. Musik ist ein bisschen laut. Machen wir den noch einen Tick leiser. Leiser geht sie nicht so, wie sie jetzt, als, wie jetzt ist. Ich finde, ich übertreibe gerade ein bisschen mit den ganzen XP. Ja, das hier ist definitiv zu viel, oder? Das hier muss weg. Muss das hier weg, Leute? Sag mal. Ich finde nämlich, das muss weg. Das geht nicht. Das sieht scheiße aus. Weiß halt jetzt ab hier. Kannst du nicht anbieten, so. So kannst du es vielleicht lassen, aber anders nicht. Geht einfach nicht anders. Es sieht zu blöd aus. Extrems. Oh, jetzt aber. Hatte ich hier nicht auch irgendwie mehr Tanks? Zum Speichern. Ne, dann nehme ich die hier los. Hallo, ich vertraue noch zugreifen. Können sich die jetzt nämlich auch, oder? Ja, wunderschön. Ne, die werden gelernt. So war das. Ich würde gerne hier noch mal kurz erweitern. Und wir auch einen wirklich riesengroßen XP-Tank haben. Alter, das ist so viel XP, die wir hier haben. Diese Musik geht mir auf den Sack von YouTube. Das ist ja diese aus der YouTube-Library. Und teilweise geht die mir inzwischen mega auf den Sack. Ich weiß warum, sie nervt einfach nur noch im Moment. Ich muss sie mal aus meiner Playlist rausschmeißen. Nein, das wollte ich nicht. So. Muss man noch ein bisschen XP organisieren. Der Mann ist nämlich alles perfekt. Das Ding ist leer. Das Ding ist auch leer. So, das füllt sich hier alle. Was bekommst du denn hier? Danke. Hier muss auf jeden Fall noch weißer Stein. Hier auch. So. Jetzt passt das. Wir können auch einmal hier die Decke so machen, fertig. Entleer dich. So, leer, wunderschön. Und die letzten drei Tanks werden wir auch noch los. Irgendwie nicht. Scheiß drauf.
Wir machen das theoretisch so machen hier wieder. Ist es jetzt komplett? Braucht sich keiner beschweren. So, dort sofort jetzt. So lassen wir das jetzt. Kein Bock mehr. Nein, ich lasse das jetzt so. So, was meint ihr? Das Spielzeug sieht nice aus, finde ich auch. So, der hier produziert noch 30 Prozessor, richtig? Prozessor, ja, wunderschön. Das läuft einmal frei, so soll das auch sein. So, da würde ich nämlich jetzt gerne den Mistcraft-Raum fertig machen. Da habe ich eine rote Decke. Red, Colored, Cobblestone. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen den blauen Boden. Und ich bastel noch ein paar Tanks, denn ich will ein bisschen mit den Tanks da spielen. Nehmen wir uns nochmal zwei Stacks mit. So. Komm, wird in MSE einsortiert. Da drin, wunderschön. Nehmen wir uns nochmal zwei Stacks mit. So. Das war das Holz. Jetzt das hier weg und das hier mit. Weil die XP, die beleuchten ja auch. Deswegen ist es ja eigentlich nicht allzu schlecht. Und sieht halt auch nicht schlecht aus, finde ich. Was nochmal hinzukommt, was ganz cool ist. Deswegen könnte man die ja benutzen, um den Raum ein wenig auszuleuchten. Dann spart man sich die ganzen Fackeln. So wenig Holz, wunderschön. Das reicht jetzt aber definitiv. Scheiß Regen, verpisch dich! Ich will keiner. Moment, jetzt bin ich mit meinem Handy. Ein Held, ein großer Held, das ist das Beste, was es gibt in der Welt. Timing, ich bin gerade wieder da. Danke fürs Subscriben, IA99. Ich sehe gerade, wir haben 1275 Zuschauer. Leute, krass, dass ihr dabei seid. So, und ich will jetzt ein bisschen was tun hier, damit wir auch mal vorankommen endlich. So, und zwar, also, ich habe mich ganz kurz mit Madame telefoniert, wo sie denn nur ist und ob ich sie abholen muss oder nicht. So. Passt von der Höhe mit den Tanks. Sie sind auf dieser Höhe. Richtig wunderschön. Da braucht nichts rein. So. Stopp, die will ich noch nicht verbinden. Hier sollen die rein. Machen wir das. Ach so, der war voll. So. Hier auf jeden Fall in die Ecken will ich die Dinger haben. Boden würde ich die einfach so random verteilen und die dann per Dingens filmen, per hier Anschluss. Was mach ich denn da? So, hier hinten auch das gleiche. Die Frage ist, habe ich dich unsymmetrisch gemacht? Das wäre nämlich perfekt.
habe ich hier eine Mitte. Habe ich. Was haltet ihr davon, wenn ich hier in der Mitte den Tank durchziehe? Wir machen eine Straw Poll dafür. Straw Poll, pass auf. Tank durch die Mitte der Wand. Ja, nein. So, create. So, also, ich zeige euch mal ganz kurz, bevor ich das jetzt poste, zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das meine. Ich würde dann den XP-Tank hier durchziehen. Das heißt, er würde hier einmal komplett in der Mitte durch den Raum gehen. Das ist ja die Mitte. Da oben 2, 1, 1, 2. Das wäre ja perfekt die Mitte. Dann würde ich den hier einmal komplett umzuziehen. Hier vorne würde ich den machen, nur hier an der lila Wand. Entscheidet mal. Schreibt das, antwortet per Strawpoll. Ich schicke jetzt den Link. Oh. Klickt drauf und votet dafür. Gucken wir mal die Antworten an. Ich schalte währenddessen einmal kurz eine Minute Werbung und danach sehen wir weiter. Okay, so viele schreiben ja. Okay, wir ziehen das Ding durch. Es sind ja schon 150 Votes dafür für ja. Wir ziehen das Ding hier durch. Alle schreiben ja, 85% sagen ja. Und über 200 Leute, ja, machen wir. So. So, die Frage ist jetzt. Bodenmäßig. Ich würde hier auf jeden Fall das Ding hier so irgendwie so würde ich das machen. Oder was war das gerade? So, hier ziehen wir das Ding lang. Passt sogar perfekt, wie ich das haben möchte. Was mir gerade einfällt, Leute. Okay, ich beende mal die Votes. Es sind über 300 Votes für Ja und 46 für Nein. Deswegen machen wir auf jeden Fall. So, aber ich möchte kurz das ankündigen. Leute, es gibt Mauspads von mir. Ich habe ein Unboxing davon gemacht. Das kommt heute um 18 Uhr. Kommt ein Unboxing von den Mauspads. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Und die Mauspads, die findet ihr unter mauspad.early.tv. Moderator kann sicherlich den Link kurz in den Chat posten. Einfach mal vorbeischauen. Die Mauspads sind super geschmeidig. Die sind geil. Die Maus leitet richtig geil drüber. Die sind von Lioncast gemacht. Mit meinem Logo halt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da euch ein Mauspad holt, wenn euch das Ganze gefällt. Denn gleichzeitig unterstützt ihr mich nämlich auch, wenn ihr euch ein Mauspad kauft. Das ist ja genauso mit den T-Shirts und Co. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich an die T-Shirts und Co. die ganzen Merchandise-Dinger, die mit meinem Logo versehen sind, mit meinen Designs, die sind natürlich, verdiene ich da mit dran. Das ist ja kein Geheimnis. Das macht ja aber natürlich auch Sinn. Warum soll ich meine Sachen anbieten und nur derjenige, der die herstellt, verdient da dran? Sondern es ist ja klar, dass ich da auch dran verdienen soll. Ich muss ja auch was davon haben. Muss ja auch irgendwo von leben. Das darf man ja nie vergessen. Das vergessen nämlich einige immer mal wieder. Finde ich manchmal ein bisschen blöd, aber es ist halt blöd. Ich finde es aber auch nicht schlimm. So, hier muss auf jeden Fall einer hin. So. Hier auch. Das heißt, da muss auch einer rein. Damit er auch gefüllt wird. Genauso muss dann auch hier einer rein. Da kann einer rein. Und hier hinten kommt einer rein. Was ist in den Tanks drin? Da kommt XP rein. Willi. Schaut mal bei Mauspad early.early.tv vorbei. Ich würde mich echt freuen. Ich würde mich da echt freuen. Gibt es hier eine Mitte eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es gibt eine Einermitte. Die wird genau hier sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es gibt doch eine Zweiermitte. Perfekt. Die Zweiermitte, ja. Die ist auch scheiße. Das ist blöd. Wie machen wir das denn hier oben? Machen wir das so. Ich möchte ja einen relativ coolen Raum drauf machen. Ich weiß, das sieht farblich irgendwie komisch aus. Aber ich finde, mit den XP-Tanks ist es dann wieder weg. Sieht das wieder besser aus. So kann man das doch eigentlich lassen, oder? Mehr bräuchte doch nicht. Das reicht doch völlig aus dann, oder? Wenn hier überall Tanks reinkommen, was meint ihr? Passt das so? Ja, ne? Schreibt mal in den Chat, wie findet ihr das? Wenn jetzt da überall, wo die Löcher sind, Tanks reinkommen, mit XP gefüllt werden, das sollte ja reichen, mehr brauche ich eigentlich. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht einfach so mal
hier ein, da ein, so ein Karo-Muster. Aber ich finde, das wäre vielleicht zu viel. Ich finde, so wie das jetzt wäre, nicht schlecht, hier ist es natürlich auch versetzt. Was meint ihr? Schreibt mal in den Chat, ob ihr das so okay findet, gut findet oder ob ich das noch anders machen soll. Ich gehe mal kurz pennen. Und nehmen wir uns dann gleich ein bisschen Kabel zum. Wir haben ja noch Tanks, ich Idiot. Aber ich nehme mir noch ein paar mit, das reicht auf jeden Fall nicht. Pass, 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 schreiben alle, perfekt. Ich poste mal kurz auf Twitter. Entscheidet mit, wie der Mistcraft-Raum in Mark wird. Early.tv. So, noch kurz auf Twitter gepostet, dass die Leute mitentscheiden können hier heute. So. Hallo, so, jetzt hier wieder. Die Flut-Dinger hätte ich mir schon mal mitnehmen können, aber habe ich vergessen. Egal, YOLO. Tank. Tank, 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 Tank. Hier kommt einer rein. Hier kommt einer rein. So. Und hier oben kommen natürlich auch welche rein. Da die hier nie entleert werden sollen, werde ich die manuell füllen. Weil das eine egal, die gehen eh nie leer. Sind alle gefüllt? Ja. So, die da oben müssen auf jeden Fall manuell gefüllt werden. Mehr davon brauchen wir auch nicht mehr. Fluidukt brauchen wir dafür, die Fluid-Dinger. Die reichen aber nicht. Gibt's denn hier noch bessere? Von Ender.io? Wo sind die denn von Ender.io? Hier. 50, 100, 200. Können wir nämlich sogar basteln. Können wir nicht. Weil uns fehlt dieses... Quarz in den Alloy-Smelter. Haben wir genug Quarz hoffentlich. Machen wir das eben schnell. Alloy-Smelter. Ist das der Alloy-Smelter? Ja. Was fehlt denn hier? Pulverized Obsidian. Obsidian. Machen wir gleich. Als allererstes kommt jetzt das hier rein. So. Wenn das leer ist, kommt das hier da rein. Nicht die Potatoes, die brauche ich noch. So, Pulverize Obsidian brauchen wir. Das kommt mal kurz in die Kiste. Damit das hier weiterlaufen kann. Ich weiß nicht mehr, was für was wir das brauchen, aber YOLO. Weg, weg. So. Ich hoffe, die sind schon angekommen, paar. Perfekt. Dann geht das einfach schneller mit den mit diesem hier. So, verbinden wir das mal eben alles hier. Machen wir gleich. Den Tank wollte jetzt eigentlich nicht ausreißen. So. Dann machen wir hier Extract. Perfekt. Ich sollte die wahrscheinlich immer nutzen, weil die haben eine Whitelist. Das ist cool. Boah, stopp, was bringt mir die Whitelist? Muss ich dann einmal reinpacken in die Whitelist, oder? Was muss ich da reinpacken? Das hier schnell leer? Oh ja.
Aber wir haben ja noch genug XP. Das wird eng. Das wird sehr eng. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir geregelt. Und das füllt sich ja alles über Zeit. Von daher. Das passt ja alles hier. Wir sind auch gleich voll, dann haben wir das alles. Wunderschön. Ich finde auch, dass das nicht schlecht aussieht. Hier ist vielleicht ein bisschen übertrieben in diesem Raum, aber hier finde ich es nicht schlecht, wenn das dann also alles läuft. Ich soll. Ich möchte gerne, dass dieser Tank voll ist. Danke. Hat das nur ein Anzeigebug? Nein, ist es nicht. Der hier wird dann einfach nur gefüllt. So, jetzt sind ja auch alle voll. Stopp, 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 was weiter da? Das ist doch schlau, was ich mache. Generell, was mache ich da? Das ist doch dumm. Das ist doch komplett dumm, was ich hier mache. Ich kann doch einfach die vollen abbauen. Fertig. Ach, ich bin so dämlich. Füll mir das mal auf, bitte. Danke. Das wäre nämlich viel schlauer. Und dann haben wir auch die definitiv immer voll. Weil es hier, glaube ich, egal wäre, wenn es oben ist. Von Anfang an machen sollen. Mit dem auf, danke. Füll mal schneller hier. Blöd, wenn die nicht voll angezeigt werden, das mag ich nicht. Der ist voll, 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 voll. Voll, 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 voll. Warum sind die alle hier nicht voll? Das sind die blöd, dass es nicht so richtig funktioniert, wie es soll. Auf jeden Fall, dass die alle voll sind. So. Was ist denn der los? Füll die mir mal auf, danke. Warum füllt er denn nicht alles? Das finde ich ein bisschen blöd. Das finde ich scheiße. Er ist überfüllt. Voll.
So, die sind alle gefüllt. Jetzt auch voll. Oh, endlich. Finally, so. So, die andere Decke haben wir, die am Boden haben wir auch alle, wunderschön. Jetzt hier kann ich wieder alle hinpacken, die hier hingehören. Die ich hier weggeklaut habe. Habe ich jetzt alle voll, ja. Der Server laggt extrem. Der laggt extrem gerade. Dann muss ich hier noch irgendwo loswerden. Packen wir in die Ecke. Zip. So, und den letzten schließen wir dann ganz an. Zip. Und schon läuft das ganze System. Oh, läuft das schnell voll, Leute. Das läuft gut, läuft das. Ich muss ja noch was anschließen. Macht keinen Sinn so. Machen wir hier einen Extract raus, dass es der da oben reinfüllt, dass sie auch voll gehen. Ich guck gleich wieder in den Chat, was so abgeht. Da brauchen wir das nicht, hier brauchen wir das noch. Füllt sie jetzt generell nicht, fällt mir gerade auf. So, weil das nicht mit angeschlossen ist da. Ja, das macht natürlich Sinn. Jetzt funktioniert das aber so, wie es soll. So läuft das, Leute. So läuft das. So ist das richtig. So habe ich es mir gewünscht. Wenn jetzt release ist unser Tank hier unten leer, oder? Nee. Nee, der läuft. Hier trotzdem gerne irgendwie das anders anschließen. Ich habe aber nicht so viel von den Dingern hier, von den Ender Energy Ender Dinger, wobei das ist scheißegal, wie schnell das läuft. Deswegen scheiß drauf. So, wir gucken mal kurz, was hier unsere Dinges macht. Du bist zu leise. Wie, ich bin zu leise? Ich kann mich leider nicht lauter stellen. Waren wieder Black Ops 2 Zombie, gerne relativ bald, nur gerne relativ bald, nur es geht leider nicht anders. So. Ödi, mach dir doch einen Wireless Charger. Dann lädt sich das Jetpack automatisch auf, sobald du in der Nähe eines Hauses bist. Wie Wireless Charger? Ich gucke mir mal kurz an. Wireless. Weiter da. Wollen wir noch ein paar, wie wir es gerade können? Wireless. Wireless Charger. Wireless Charger. Das ist cool, das mache ich. Das Ding baue ich. Wireless Charger. Da brauchen wir einen Enderman. Dingens, Enderman. Head. Wir haben kein Enderman Head. Aber Moment, von Ender.io, wo kriegen wir den denn her? Wo kriegen wir einen Enderman Head her, Leute? Wisst ihr das? Wo kriege ich einen Enderman-Head her? Zeig mal bitte Kevs Keller. Nein, ich werde nicht spoilern. Definitiv nicht.
Und die Dinger sind durch. Chillig. Oh, was ist das denn? Da haben sich ein paar schöne, chillige Sachen eingebaut hier. Oh, das sehe ich jetzt erst. Da haben wir Dirt runter. Deep da. Endermänner töten. Ich habe viele Endermänner getötet, aber ich guck mal, ob irgendwer einen hat. Erstmal um mich zu schlagen, danke. Danke. Dann basteln wir das hier alles mal ein bisschen schön. Auch wenn es nicht schön ist, ist es mega. Hier brauchen wir gar nicht. So. Ein Haus kommt auch noch, Leute. Keine Sorge. Das kommt alle noch. Nur nicht jetzt. Wird zeitlich zu eng alles. So, Tank. Brauchen wir noch Tanks? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Essenzen. Haben wir davon noch welche? Nicht viele. Danke. Die hätte ich gerne gehabt. Achso, das habe ich schon. Wir haben nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. Zip, zip. Das kann man noch ein bisschen noch lernen, ne? Aber guck mal, es funktioniert schon halbwegs. Hier hinten ist er nämlich schon voll. Perfekt. Das heißt, die Dinger sind jetzt maximal voll. Das heißt, die kann ich hier schon mal abbauen. So, die haben wir. Der hier füllt sich noch, richtig? Hier geht es einfach nicht schneller voran. Jetzt sieht es jetzt gerade ein wenig. Bei Debiton möchte ich auch nicht spoilern. Ich weiß nicht, wie der aufgenommen hat und was er gemacht hat. Ich will jetzt auch nichts spoilern, das wäre ein bisschen blöd. Ich will jetzt ungern irgendwas spoilern. Da müssen die Gänge hier erst voll werden. Oh, und schon sind sie voll. So gut wie. So, dann füllt sich jetzt das hier noch fertig auf. Jetzt muss natürlich auch noch voll werden. Am schlauesten wäre es eigentlich, wenn ich einfach hingehe. Einfach noch ein bisschen nachhelfe. Das war in dem schlauesten fertig. Problem gelöst. So. Problem gelöst. Das Ding kriegen wir auch noch voll. Oh, oh. Jetzt habe ich es kaputt gemacht natürlich. Ist voll, dann machen wir den hier auch noch voll. So. Ach Leute, finally, endlich. Ich finde ja, das sieht nicht schlecht aus.
nur noch dafür sorgen, dass die hier nicht verbunden sind. Da muss ich nämlich hier die XP-Tanks ausmachen. Wobei. Stopp, die sind nicht verbunden hier an der Seite, ne? Nee, schon gut. Hat sie erledigt. Weil die Befürchtung, dass die ich hatte, ist, wenn das hier alles verbunden ist, dass die hier sich hier, die hier leer gehen, diese mittleren Dinger, und dann da wieder alles runter geht. Aber da das hier in dem mittleren Ding nicht verbunden ist. Moment, ich erkläre kurz, wie ich das meine. Hier ist es ja nicht verbunden. Das heißt, wenn als Beispiel jetzt hier das Ding hier leer geht. Ich glaube, könnte gar nicht passieren, hat sie erledigt. Auf dieser Höhe ist nicht. Kann nicht leer gehen. Okay, schon gut, hat sie erledigt. Meine Befürchtungen sind falsch. Perfekt. Hier pumpt unseren fetten XP-Tank leer. Alter, hier passt aber auch eine Menge rein, ne? Hier passt aber auch eine Menge rein, du. Es ist schon nicht wenig, ne? Perfekt. So. Jetzt haben wir den Raum schon mal so, wie ich es unbedingt haben wollte. Guck sie an, das sieht doch richtig geil aus. Das, aber meint ihr, ich finde, das sieht richtig geschmeidig aus hier. Hier muss ich der Tank noch voll pumpen. Das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, genug XP haben wir dafür auf jeden Fall. Brauchen wir uns keinen Stress machen. Ich würde gerne die Queries einmal kurz umstellen. Dass wir das schon mal haben. Wann gibt es denn da kein XP mehr? Hallo Kreeperle. Was möchten Sie? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Irgendwelche Wünsche? Nein, okay, dann nicht. Und ich will noch eine Mob-Farm auf jeden Fall bauen. Die ist mir auch sehr wichtig. Ich mache jetzt einmal so, geht viel schneller. Dass da irgendwo was drin ist. Nein, die sind nicht wunderschön. Guck mal, die Dinger sind fast voll. Das sieht doch relativ cool aus, oder? Meint ihr? Geilo. Augenkrebs schreiben manche. Fackeln weg, stimmt. Die Fackeln müssen da noch weg. Hier auch komplett. Ich hoffe, es hat trotzdem alles beleuchtet. Es wird leicht dunkel hier, aber ich finde, es ist okay. Oder was meint ihr? Noch extra ausleuchten irgendwie oder? Ich lasse halt immer so. Ich lasse halt erstmal so. Ich muss nur gucken, dass ich nicht aus Versehen auf den Boden klicke oder so und damit die XP-Tanks leer machen. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre ein wenig sehr blöd. So, es gibt mal ganz kurz Werbung. Währenddessen mache ich mich auf Socken. Dingens. Geht zu Smurf, wer ist Smurf? Und hol die XP. Nein, ich farm meine eigene XP. Ich will mir eine eigene Mob-Farm bauen. Wenn ich alles von allen nehme, dann bin ich ja relativ schnell fertig und habe selber nichts mehr zu tun. Das ist ja langweilig. Drück F7. Ich nehme an, das Rote bedeutet, können Monster spawnen. Machen einfach noch einmal so eine Glowstone-Lampe rein, fertig. Glowstone. Hier müsste es theoretisch hin. Reicht das? Theoretisch, ne? Oder ich gehe einfach hin und mache das auf jeder Höhe mit, oder? Jeden zweiten.
Ja, hier müssen es dann hin. Oh, so passt es doch wieder. So passt es wieder. So, über die 4-5 Felder, die sind mir jetzt Wumpe. Juckt mir jetzt nicht. Ne, passt jetzt so. So, jetzt haben wir einen perfekten Raum, wo wir Mistcraft beginnen können. Ich kann mal gucken, wie das hier Ding ist mit der Ausleuchtung ist. Wir hier alles halbwegs ausgeläutet haben und wir wieder ein bisschen sicherer sind. So, könnt ihr mich mal wieder loslassen? Danke. Hier haben wir nichts, wo spawnen kann, hier auch nicht. Hier hinten muss noch ein bisschen ausgeläutet werden. So. Dann haben wir eigentlich halbwegs gut ausgeläutet. Das sollte ja reichen auf jeden Fall. Das sollte doch passen. Da braucht sich dann keiner beschweren. So, mein Haus ist erfolgreich. Mein Haus. Ha, mein Ding ist erfolgreich ausgeläutet hier. Das passt auf jeden Fall. Oh, hier müsste noch. Das passt mir nicht, dass hier das rot ist. Hat das einen Unterschied, wenn ich da jetzt eine Fackel stattdessen reinpacke? Nein, macht es nicht. Ey, ist so, ich kann es jetzt nicht ändern. Da wird schon nichts spawnen. Ich habe immer die Hoffnung, dass da nichts spawnen. Fertig. Portal Guns gibt noch nicht in unserem Patch. Wir haben das noch nicht hochgepatcht. Sind leider noch auf einem sehr alten Patch, der ja, so alt ist. So, ich werde jetzt auf jeden Fall hingehen und kurz die Queries nochmal neu hinstellen und dann werden wir gucken, ob wir es noch schaffen, die Monsterfarm zu basteln oder nicht. Mal ganz kurz gucken. Ja. Auf Erdbeer bis halb zwei Zeit. Okay, bis halb Zeit. Okay, ich mach mal eben kurz Werbung, mach mir auf Sorgen in Deep Dark und stell die Queries um. Und danach machen wir noch was. So, was brauchen wir? Wir brauchen die Ender Energy Conduits. Wir brauchen die Item Ducts. Wir brauchen Lever. Wir brauchen Landmarks. Wir nehmen noch die Query mit, die ich hier überhaupt. Und wir nehmen die Tesseract mit. Und auf jeden Fall eine Menge Dirt. Was noch? Ich habe gerade irgendwas im Kopf gehabt, was ich noch mitnehmen wollte. Lass mich überlegen. Water Bucket. Die sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen. So, passt. Ab in Step Dark. Mm.
Da hinten steht eine Query. Machen wir uns auf die Socken hin. Ich hoffe, ich kriege nicht direkt Schaden und sterbe. Einfach durchziehen, da ganz hinten ist das Ding. Die arbeiten noch. Warum arbeitet die noch? Die dürfte nicht mehr arbeiten. Ein Held, ein großer Held, das ist der Beste, was es gibt in der Welt. Danke, minderwertig YouTube, fürs Subscriben. Vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Willkommen bei den Unfähigen. Und viel Spaß mit den ganzen Icons, die du jetzt zur Verfügung hast. Was ist das denn für ein Tintenfisch? Danke. So. Der hier baut jetzt noch ab ein bisschen, aber der ist ja eh schon fast am Ende. Nee, ist er nicht. Noch lange nicht. Ist mir egal. Wir wollen die Queries neu aufstellen. Dafür das bisschen, dass ich das Ding jetzt nicht mehr durchlaufen kann. Der ist nämlich fertig. Ich kann ja gerade mal gucken, wo ich die einfach neu aufstelle. Wir haben ja jetzt 3 Queries zur Verfügung. Naja. Weil ich würde die gerne mehr am Spawn aufstellen. Deswegen nehmen wir die jetzt einmal mit. Nein! Oh, ich bin voll, deswegen. Da ist der Ausgang, da sind die anderen Queries. Dann machen wir uns auch noch auf die Socken hin. Hoffentlich ohne Schaden zu kriegen. Da kriegen wir definitiv Schaden. Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Überlebt. Au. Au. Anders hinsetzen. So. Das ist der Ausgang. Und da sind die Carries. Aus auf die Socken. Eddie, wo hast du das gedownloadet? Was habe ich gedownloadet? Bastel doch eine Lugage, warum? Eine Luggage. Nicht Lugage. Warum soll ich mir eine Luggage bauen? Ich hab doch eine Kiste. Die ging mir aber dezent auf den Sack, weil immer dann, wenn irgendwas war, wie ich das abgebaut, was weiß ich, hat die Sachen eingesammelt, obwohl ich sie selbst noch brauchte und das war mega nervig. Deswegen habe ich die weggepackt zum E. Ist das ein 24-Stunden-Stream? Nein, warum? Wie kommst du darauf? Du hast von Izzy ein Mini bekommen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das heißt, bekommen. Er hat ihn einfach bei mir festgemacht. Ich hätte mich ein paar davon gespawnt. So ein paar viel. Da ist er fertig. Hier ist er fertig. Hier ist er fertig. Hier wird er nie fertig. Die Query hier scheint auch ein bisschen verbuggt zu sein. Ah, das war die Query. Die läuft gar nicht mehr. Die will nicht mehr. Die hat keinen Bock mehr. So, 7 Queries können wir jetzt aufstellen. Eigentlich fehlt noch eine, ne? Eigentlich fehlt noch eine. So, wir löschen mal die Waypoints hier. Mann, auf dem Weg zum Ausgang stehen die da einfach. Ich habe die hier, hatte ich die ja aufgestellt, um diese Tempel abzufahren. Weil da gibt es ja relativ geile Sachen. Ich würde sagen, wir stellen die einfach hier auf, oder? Sollte passen von der Höhe her. Kommt hier einmal der Tesserakt rein. Ich stehe den Tesserakt einfach hier hin. Nee, ich will das schon. Ich muss es in der Höhe machen. Sonst hauen wir die Creeper das Ding hier weg. Wäre dezent scheiße. So, hier kommt der Tesserakt hin. Andersrum, so rum. Lever an. Wer geht denn da noch? Ach, bis hier hinten raus geht er. Aua, danke, Arschloch. Er hat einen Keil auf dem Kopf. Ich will mal auf, mich anzuballern hier.
So, danke. Nummer 1 ist aktiv. Jetzt bekommst du manchmal einfach Schaden. Das liegt an dem Deep Dark. Hier bekommst du immer Schaden mit der Zeit. Wenn du dich zu lange im Dunkeln aufhältst. Deswegen musst du hier mal schnell raus. Aus dem Dunkeln. Und eine Query dran. So, hier kommen wir mal die Landmarks hin. Zip. Aber sehen Sie sich die machen. Halt! Die hier. Die geht beschert, ne? Aktiv! Nochmal was fressen zwischendurch. Geht weg, scheiß Viechers. So, hier auch nochmal Zip. Und direkt die Query mit ranklatschen. Die arbeitet wunderschön. Alles genau wie es soll. Kannst du mal erklären, wie ein Tesserakt funktioniert? Ein Tesserakt. Fromage! Das ist Fromage! Was? Fromage! Ja, Fromage! Zocker 24999. Danke für deine Spende. Er schreibt hallo, hallo. Magst du auch Züge? Ein Tesserakt. Ein Tesserakt. Wie funktioniert ein Tesserakt? Ein Tesserakt, na, schon wieder dieser scheiß Bug. Geht mir so auf den Sack. Ein Tesserakt funktioniert so, dass du schließt den einmal zu Hause an. Er zeigt das einmal kurz. Du schließt den halt einmal zu Hause an, kannst dann auch so ein Security-Ding drüber packen, dass nur du den nutzen kannst. So, und dann kannst du an dem Tesserakt einstellen. Einmal eine Frequenz. Das heißt, wenn du mehrere verschiedene Frequenzen machen willst. Wenn du zum Beispiel einen Tesserakt zum Empfangen und Senden haben willst für Items, der Items von A nach B bringen soll oder was weiß ich. Und der auf 666 steht zum Beispiel, der ist erstens, gehört der nur mir. Da kann nur ich drauf zugreifen. Und ich habe eingestellt, dass der hier, diese hier, die an den Credits dran sind, die haben Send Only. Und, also die senden nur Items und sie empfangen. Dein großer Held, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Nuchan, danke für's Subscriben, willkommen bei den Unfähigen. Also, kurz noch zur Erklärung. Den Energy Mode habe ich auf Receive Only gestellt. Das heißt, dass dieser Tesserakt nur Energie empfangen kann. Der kann nichts senden, der kann nur empfangen. So, und bei mir zu Hause steht einer, der kann nur Items empfangen und sendet nur Energie. Das heißt, hier kommt immer Energie an. Das ist unendlich, da kann unendlich viel gleichzeitig durch. Hier kommt immer unendlich viel Energie an, versorgt die Queries und sendet unendlich viele Items. Und das kommt halt zu Hause an, wird dann gepackt, fertig. Die sind relativ geil und praktisch, die Dinger, das finde ich ganz cool. Finde ich nämlich super geschmeidig. Wenn es regnet. So. Schießen wir noch die anderen beiden Queries an, die jetzt noch fehlen. Nicht die Query da aufbauen, da war schon eine Ender-Query. Guck mal, der Boden. Ja, wenn ich da jetzt die 5 Blöcke Dirt mitnehme, ist das doch scheißegal. Da geht nicht die Welt von unter. Das ist nicht so tragisch. Wohin geht das Ding? Lass bis hier raus. Ja, bis hier hin. Oh Gott, bist du kalt! Dann aktivieren wir das Ding noch. Hey, hey!
Dein großer Held. Der nächste. Das ist das Beste, was es gibt in der Welt. Tobi Top-Tap. Was für ein Name. Danke fürs Subscriben. Danke. So, dann haben wir die jetzt angeschlossen. Dann setzen wir hier noch einen Waypoint. Neu. Rarys 1. Bajon. Und dann gehen wir kurz nach Hause, bauen uns noch eine weitere Query, damit wir noch so ein Ding hier aufstellen können, wie wir das jetzt haben. Denn drei Stück haben wir ja noch dabei. Dann können wir online noch einen vierten bauen, dafür noch mehr anschließen können. Dann passt das ja eigentlich. Der Ausgang ist ein bisschen weit entfernt, aber das juckt uns nicht. Da vorne werde ich die drei aufstellen, dann passt das. Bin ich nass. Geht's denn raus? Da geht's raus. Welches Tier von Jetpack hast du? Ich habe das Maximale. Das Tier 4, das Resonant Jetpack. Was auch fast leer ist. Und dann können wir jetzt hier unten kurz gucken. Ich kann noch kurz zeigen, wer gefragt hatte eben. Wegen dem Tesseract. Hier unten ist der andere Tesseract hier, der bekommt Energie. Der bekommt Doppel- und Dreifach. Der bekommt 40.000 RF pro Tick. Aus unserer schönen hier Energy Bank. 675 Millionen RF passen da rein. Und der sendet das die ganze Zeit. Und hier kommt das nämlich direkt an. Da hier kommt gerade nur Kabelzone, weil gerade nichts anderes als Kabelzone zum Abbauen da ist. Jetzt auch Dirt ein bisschen. Ja, das baut er ab und das kommt alles automatisch ins ME. Und das, der Kabelzone zum Beispiel, der landet halt automatisch hier in der Storage Unit. Warum auch immer das so langsam hier reinfüllt, das ging mal schneller. Das ging mal viel schneller. Warum auch immer. Bis jetzt so langsam ist. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte ein Wasser einmal da ausschütten. Mache ich gleich nachträglich noch. So, was wollte ich jetzt noch bauen? Ich wollte eine Query bauen. Und ich weiß, ich könnte auch Ender Queries nutzen, aber das Ding ist mir gerade zu kompliziert. Das mache ich, wenn ich irgendwen dabei habe, der Ahnung davon hat. Mit Veni oder so. Google ich mal. Dirt. Ich glaube, ein Stack reicht inzwischen einfach, wenn wir den dabei haben. So, wieder zurück ins Deep Dark. Und stellen wir das Ding nochmal auf und die Musik geht mir gerade dezent auf den Sack. Die auch. So, da hinten haben wir die Queries aufgestellt. Dann gehe ich da mal kurz hin und pack da Wasser hin. Bevor das gleich zu spät ist. Das ist eine Storage Unit. Da kannst du unendlich von einem Item, kannst du da unendlich viele reinpacken. Also 10 Milliarden Cobblestone, das ist scheißegal, da passen unendlich viele von rein. Das wird langsam knapp. Das wird langsam sehr knapp. The Water Bucket. Hier können wir einen aufpacken. Das reicht völlig aus. So, das reicht hier auf jeden Fall. Er verteilt sich dann ohne Probleme weiter. Und hier das gleiche Spiel. Hier. Und genauso hier. Dann machen wir auch nochmal eben hier. Dann haben wir vier einfach hier hingepackt, dann passt das. Damit auch wirklich überall Wasser ist, damit, wenn er runterbaut, die Lava weggemacht wird. Sonst hängt er sich auf. Weil die Lava und Wasser zusammen ja automatisch immer wieder Kabelzonen produzieren und dann baut er die ganze Zeit nur den Kabelzonen ab. Und statt weiterzubauen. Das ist ein bisschen blöd. Das passiert manchmal. Also gucken, dass das Jetpack nicht leer geht, das wäre ein wenig blöd. Deswegen beeile ich mich gerade mit dem Fliegen. Ich würde gerne hier das nächste Ding aufstellen. Dann machen wir hier den Tesseract rein. So.
Du bleibst schon da unten. Du kannst nicken, dass du hier hochkommst. Definitiv. So, hier kommt so ein Ding hin. Hier kommt ein Lever hin. Zip. Zip, zip. Zip. Wo kann man deine Playlist mal checken? Die Playlist, die gerade läuft, meinst du? Hab ich leider keine. Also ich habe nirgendwo öffentlich eine, dass du gucken kannst, welches Lied hier gerade läuft. Ich habe auch keine Spotify-Playlist oder sonst was. Das habe ich alle nicht. Da bin ich nämlich ein klein wenig zu faul für, das einzurichten. Wie scheiße weit die Viecher hier schießen können. Warum auch immer die hier im Deep Dark so dermaßen ausrasten. Nimm nur drei Wassereimer. Sollte aber reichen auf jeden Fall. Guck auch mal kurz. Wenn ich hier noch einen hinmache. Ein Held, ein großer Held. Das ist das Beste, was es gibt in der Welt. Danke fürs Subschreiben. Subschreiben, genau. Subscriben, was war das jetzt? YouTube Let's Hugo LP. Danke. Danke, 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 danke. So, dann packen wir hier einfach schon mal die erste Query ran. Die auch schon mal laufen kann. Ah, das hat sogar gereimt. Und dann geht's wieder weg hier in die Richtung. Oh Gott, das Jetpack wird sehr knapp, sehr knapp. Das Ding raus hier. Ach, ein tiefer. Zip. In den drüben noch. Oh Gott, ich hoffe, das geht nicht leer. Immer noch diesen Fliegenring, dass ich fliegen kann. Deswegen ist es ja egal, wenn es leer geht. Aber es wäre trotzdem blöd. Zip, schnell nach Hause. Schnell zurück, meine ich. Du haust auch ab da hinten. Dann sei noch. Nein, wunderschön. Ruhe jetzt im Karton hier. Wer will denn jetzt noch Stress? Oh, dass du hier nicht eine Sekunde Ruhe hast, ne? Mega nervig. Oh, 2%, 2%. Kriegen wir leicht hiermit zurück. Wie viel hat das noch? 131.000. Das ist nicht viel. Das ist langsam zu wenig. Da wird eng. Was hältst du von Unges Weltreise? Ich finde die Idee zu einer Weltreise cool, aber ich weiß nicht. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber ich finde die Idee cool. Wenn er Spaß dran hat, soll das machen. Spricht ja nichts gegen. Aua. Nächste Query anschließen. Und die letzte kommt jetzt auch noch. So, und hier hinten noch die letzte. Wunderschön, dann haben wir endlich alle. Warum hast du mit YouTube angefangen? Wegen Zander, der hat gesagt, mach mal einfach. Und habe ich gemacht. Und dann lief das auch. Ach so, letzte. Zip, aktiv. Oh, fertig. Ich bin immer auf, mich alle zu bewahren, Leute. Das ist dermaßen stressig. Was hat der denn da hinten auf dem Kopf? Das will ich aber haben. Habe ich schon. Oh, die arbeiten hier schon alle. Die sind schon fleißig. Aber das funktioniert schon alles. Der baut fleißig ab. Die hier auch. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Die wird jetzt hoffentlich auch anfangen zu arbeiten. Und dann haben wir das endlich. Dann laufen die Queries alle. Haben wir 8 Queries am Laufen.
Zip, und schon geht's da los. Ach, wunderschön. Wasser ist an. Dann fliegen wir nochmal Fullspeed weiter. Zip. Und schon ist das Jetpack leer. Jetzt müssen wir langsam weiter fliegen hier mit dem Ring of Fly oder wie das Ding heißt. Wie heißt das Ding nochmal? Belt of Fly. Mit dem Ding. So. So, in die normale Welt. Das wäre es mit einem Hexed Reloaded von dir, Kombi, Danny und Palui. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, wir haben Hexed relativ schnell ausgelutscht gehabt. Und das war blöd. Weil irgendwann haben wir halt nicht mehr gewusst, was wir noch machen wollen. Und die ganze Zeit immer Festung und Co. gemacht. Das war auf Dauer ist es langweilig. Es war das Problem bei der ganzen Sache. Ich will noch mal ein paar Wassereimer hier. Damit wir mal ein paar auf Reserve haben. Kann ich eigentlich hier auch rausnehmen? Ja, kann ich. Einmal geklaut, eiskalt. So, guck's dir mal an hier. Dann gucken wir mal, wie das Kabelzone, wie schnell hier Kabelzone. Guck mal an, wie viel Kabelzone hier auf einmal reinkommt. Und Jellorium haben wir auch unendlich viel inzwischen. Das heißt, wir können eigentlich gar keine Energie mehr verlieren. Der Reaktor kann so ohne Probleme durchlaufen. Das ist alles nicht mehr das Problem jetzt. Aber was ist denn hier los? Papa Gravelor. Ach ja, ich muss ja mein Jetpack aufladen. Das habe ich fast vergessen. Haben wir ja kein Copper Gravel Ore. Den Gravel Ore. Jetzt machen wir Copper Gravel Ore hier mit rein. Wenn das noch nicht drin war, dann ist es jetzt mit drin. War natürlich auch super Sinn. Copper. Vor das jetzt. Fuck. Und schon ist es weg. Oh, kann ich noch retten? Das ist hier wahrscheinlich noch nirgendwo mit drin. Das ist hier. Warum hast du kein Haus wie jeder andere? Ich wollte nicht hingehen. Das Problem, warum ich kein Haus habe. Ich wollte nicht hingehen und jetzt ein Haus bauen und dann ständig mein Haus umbauen müssen, weil ich irgendwas dazukommt und ich nicht, und ich keinen Platz im Haus selbst dafür habe. Deswegen wollte ich erst alles bauen, was ich brauche und dann das Haus umzubasteln, beziehungsweise die Sachen abbauen und das Haus bauen und dann. Dann weiß ich ja, wie groß es ist. Weil vorher hatte ich hier nur diese Maschine hier stehen. Immer wird es größer und größer und größer und größer. Dann hätte ich mein komplettes Haus. Guck mal, hätte ich so ein Haus gebaut, wie da oben. Hätten die Sachen da niemals alle reingepasst. Und jetzt ständig das Haus umbauen müssen. Das war die Sache, warum ich das so gemacht habe. Wo packen wir denn die Sachen rein? Ich würde sagen, hier, ne? Und das System müsste jetzt automatisch das Ding hier reinschmeißen. Dann sollte hier gleich das Copper Ore, Gravel Ore reinkommen, wenn alles passt. Da ist es. Zip und runter in den Backofen. Und es ist schon verarbeitet. Schon ist es weg. So schnell läuft das hier durch. Guck mal, Steel Ore kommt hier durch. Hier sollte ganz gut inzwischen was ankommen. Guck mal, so eine Live-Übertragung hier. Funktioniert nicht. Okay, schon gut. Debitor lacht über dich, weil du kein Haus hast. Ist mir egal. Ich bin froh, so wie es ist. Ich muss kein Haus haben. Mir macht es Spaß und das ist die Hauptsache. Ich bin gerade mal neugierig, wie viel Flint wir überhaupt haben. Boah, der arbeitet gut hier durch. Der Laser. Der hat gut zu tun. Guck mal ganz kurz, wie viel Flint wir haben. Flint. Ein bisschen. Wo wir gerade. Ne, ich will jetzt keine Deep Storage mehr bauen. Wir haben erstmal genug Festplatten frei hier auf jeden Fall. Ich will noch mal gucken, wie viele Essence Berries wir haben. Nicht viele. Leider gibt es im Deep Dark die Dinger nicht. Dann haben wir mehr als nur Energie gekriegt. Das sollte reichen, um die alle leer zu machen. Ja, perfekt. Sind jetzt alle voll. Guck mal. Perfekt.
hat sich gefüllt. Sieht doch schnicker aus. Das passt doch vom Aussehen her, finde ich. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, das Ding ist alles voll hier. Und hier unten ist alles so gut wie leer. Oh, das ist leer. Hat es aber so gereicht? Nee. Wir haben das komplette Ding leer geräumt, leer gesaugt. Ist hier denn alles voll? Achso, da sind noch einen drüber. Achso. Du? Pass mal auf. Ich habe jetzt hier, den XP-Tank so gemacht, weil dafür war. Und den Raum hier habe ich auch so ein bisschen mit diesen XP-Leuchten gedünstet gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben. Und die haben alle gesagt, ich soll das machen, also beschwer dich nicht. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie viel FPS hast du? Ich habe 41 FPS im Schnitt, 50 FPS, so, ja. 40 bis 50. Genau, FPS. Wir haben auch ganz viel mit dem Internet zu tun. Das hat mit mir aber nichts zu tun, weil ich halt nicht im WLAN bin. Wobei, doch, das kann sein, weil ich streame. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Das war übrigens mein WhatsApp, bevor ihr fragt, bevor sich wieder jemand beschwert. Jetzt muss ich mal ganz kurz Dalu fragen, ob die noch am Streamen sind. Dalu Card. So, aber für YouTube beende ich jetzt die Aufnahme.